Schönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 8. Februar. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Und es ist hier in Hamburg, ich habe das gestern schon gesagt, traumhaftes Wetter. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint, also fantastisch. Und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben wieder eine Situation, wir haben eine Big Number, die sehr dicht an den Daily Pivot ist. Für die Leute, die nicht wissen, was der Daily Pivot ist, Daily Pivot wird berechnet vom Vortag, Hoch, Tief, Schlusskurs durch 3. Und es ist immer wieder ein Phänomen, weil es der Mittelkurs ja ist, dass der Kurs gerne in diese Situation ranläuft, abprallt oder auch stehen bleibt und sich ein bisschen aufschaukelt. Das heißt, die meisten Aufschaukelungen in der Vergangenheit der letzten Jahre war immer in dem, also immer nicht, aber sehr, 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 sehr häufig von der Statistik immer um diesen Bereich Big Number und Daily Pivot. Deswegen mein Hinweis hier, seid vorsichtig. Das mehr kann ich nicht machen. Ansonsten aktivieren wir das Ganze. Das bedeutet, die Falle, die erste Falle würde zuschnappen bei 15.407, wenn der Kurs dort unten runterläuft, würden wir long gehen oder bei 15.392 short gehen. Falls der Markt durch irgendeinen Grund euphorisch ist, ja, haben wir natürlich, sind wir flexibel und können hier auch die 15.500er Marke nehmen. Wir haben aktuell kein Gap. Wir blicken einmal noch kurz in die Vergangenheit, nämlich auf den gestrigen Tag. Was machen unsere Blue Boxen? Gab es gestern kleine? Yes, die 27,6er direkt in den Gewinn gelaufen und ansonsten gab es hier keine. Gut, das ist die Vorbereitung und natürlich wollen wir wissen, wo kommt die Vola-Box? Wo kommen die Vola-Boxen raus oder rein? Und dann gucken wir kurz einmal in unseren Chart. Die Vola-Boxen werden reinkommen bei 15.438. Das heißt, wenn der Markt so bleibt wie jetzt, würden wir als erstes heute mit dem Eröffnungskurs die Vola-Box bekommen. Auch das der Hinweis. So, es ist 8:59 und wir sind in einem Trade. Und zwar haben wir ein Blue Box Trade 17,45 mit einem etwas höheren Risiko 0,05 zu 0,05. In 25 Sekunden geht's los. Also den werden wir jetzt mal beobachten hier. Und wir haben gleich auf der linken Seite auch eine Vola Box, die reinkommt. Hier, 3, 2 und los geht's. Jetzt haben wir mehr oder weniger ein Klumpenrisiko, weil wir zweimal hier fast auf dem identischen Level. Wir sind einmal bei 37 Long und bei 20 Short. So, und das heißt, das müssen wir nicht machen. Jetzt sind wir beides Long. Okay, dann gucken wir mal. Links die Vola-Box, long. Rechts die Blue-Box, long. Eine 15er und eine 17er-Box. Es ist Mittwoch, der 8. Februar. So, und long, links die Vola-Box, rechts die Blue-Box. Gucken wir mal MTX an. So, erste Trade in den Gewinn. Und das heißt, der Hafen sagt Dankeschön. Und Blue-Box sind wir bei 0,04 auf der rechten Seite. Und raus. Das war der Eröffnungstrade. Wir steuern ja weiter
diesen Trade und diesmal auch für alle Skeptiker mit etwas höherem Risiko auch den Eröffnungstrade gemacht. Und wir holen mal den einen Indikator hier rein, damit wir das auch besser sehen. Und GBE Order History Indikator, zack. So, das heißt, wir haben die Vodabox und wir haben die Blue Box. Die Blue Boxen treten wir nur einmal und fürs Protokoll, eine 17,45er ist im ersten Trade in den Gewinn gelaufen. Und ich verabschiede mich bei unserem Videotagebuch, Logbuch auf YouTube und wir hören uns morgen wieder.